Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. So. Ja. Ich habe letztes Mal dann Schluss gemacht. Das heißt, es ist eine neue Aufnahmesession. Ja, Maja, ne? Ich bin immer noch sehr unzufrieden damit. Also, wenn Lilith gestorben wäre, okay. Aber Maja, come on, das kann man nicht machen. Das ist die coolste. Neben Zero. Aber das geht doch nicht. Vor allen Dingen, was lustig ist, beziehungsweise interessant ist, 27, das ist zu viel. Hier, da holen wir uns ein. Bin bereit. Gut. Was krass ist, also im zweiten ist ja auch jemand von den Hauptcharakteren gestorben. Ich werde jetzt nicht spoilern, wer. Und ja, das war in Ordnung, weil das nicht. Also, ja, hi. Das war halt ein Alter. Also, der war vom ersten. Maurice lässt tödliche Grüße ausrichten. Danke. Genau, der war halt vom ersten und das war sowieso eine Überraschung, dass der nochmal vorkam. Aber hier kommen ja alle Alten vor. Also Alten, also vom ersten, vom zweiten. Und, oh komm, ich bin unzufrieden damit. Das ist scheiße. Tut mir leid, Kammerjäger. Du konntest nichts tun. Danke, dass du Ava sicher zurückgebracht hast. Ja, sei froh. Ich hätte, Lilith. Du musst etwas sagen. Na schön, dann sag ich etwas. Ich kannte Maja, als sie noch gelebt hat. Da hat sie mir besser gefallen. Nein, das klang jetzt irgendwie falsch. Jetzt ist sie tot. Und so ist es nun mal. Wir können nur noch kämpfen, um sie in Ehren zu halten. Leute sterben in Kriegen. Haufenweise. Im Ernst. Mach die Augen auf, Leute. Deine Grabrede halte ich lieber nicht, Lilith. Keine Scherze, Tennis. Ich mache keine Scherze. Ich weiß, was ich bin. Eine brillante, rücksichtslose Wissenschaftlerin. Und ich weiß, was du bist. Denn alle auf diesem Schiff warten darauf, dass du was sagst. Und sie können erst zu den wichtigen Sachen zurückkehren, um diesen Haufen fliegenden Weltraumschrott am Laufen zu halten, wenn du es tust. Aha. Maja war nicht nur ein Crimson Raider oder ein Kammerjäger. Sie war Familie. Aber wir dürfen unsere Mission nicht aus den Augen verlieren. Wir werden die Kammern öffnen. Dann bedeutet ihr Tod etwas. Alle zurück auf ihre Station. Die Kammern öffnen? Mehr hast du nicht zu sagen? Maja ist tot, weil du die Kammern öffnen wolltest. Wir sollten die Kalypso jagen. Nein, weil du da warst. Wissen lassen, was sie getan haben. So leicht ist das nicht. Maja hat immer gesagt, ein Kammerjäger läuft mitten hinein ins Feuer. All ihre Geschichten drehten sich um dich. Du hast Pandora gerettet. Du hast Handsome Jack getötet. Deine Rolle ist Firehawk. Ich kenne meine Rolle nicht. Dann finde es heraus, Lilith, bevor noch jemand deinetwegen stirbt. Kammerjäger, sieh nach, ob es ihr gut geht. Ich bereite alles für den Sprung nach Eden 6 vor. Ist nicht deine Schuld. Nicht deine Schuld. Ava, ich hau dir jetzt mal auf den Arsch. Oh, hey Kammerjäger. Es gibt nicht viel zu sagen. Das hier ist Krieg. Menschen sterben im Krieg. Ja, das tun sie. Aber du bist noch hier. Und der Krieg ist noch nicht zu Ende. Danke. Du hättest nicht mit mir reden müssen, aber ich bin froh, dass du es getan hast. Hier, das ist... Es gehörte ihr. Sie würde wollen, dass du es bekommst.
Ich bin sicher, sie machen sich bereit für den Sprung nach Eden 6. Du solltest da oben sein. Ich glaube, ich muss eine Weile allein sein. Maya, sie ist weg. Hör zu, ich will jetzt nicht reden. Viel Spaß beim Retten der Galaxis. Lass mich bitte für eine Weile alleine, okay? Ich frage mich, warum ich überhaupt Kammerjägerin werden wollte. Von den schlechten Seiten hat Maya nie was erzählt. Oder ich habe nicht zugehört. Ich kann nicht glauben, dass sie weg ist. Okay. Ja, ne? Die Frage ist halt, wäre Maya noch am Leben, wenn Eva nicht gewesen wäre? Das kann man halt nicht wirklich sagen, aber ich glaube ja. Ich glaube schon. Weil Maya wollte sich zurückziehen. Und Eva hat so Stress gemacht. Und Maya war eher. Also Phasenlock, sie konnte die beiden easy locken und ich wäre dann gekommen und hätte Biu Biu gemacht. Beziehungsweise nein, die Maya wäre ja mit mir reingegangen. Also ist alles deine Schuld. Goodbye. Wir brauchen ein neues Kind. Kammerjäger, gut, du bist hier. Wir müssen Kurs auf Eden 6 nehmen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lilith, wir erhalten eine Übertragung! Was jetzt? Ah, schon wieder die beiden. Hey, Idioten! Anscheinend haben wir euren Heulkreis gestört. Vielleicht haltet euch das hier etwas auf. Ah, schon wieder. Diesen Monstern irgendwas oder jemand wichtig ist. Und das macht sie so gefährlich. Tennis sagt, die Kammer unten auf Promethea ist irgendwie mit einer auf Eden 6 verbunden. Wenn die Kalypsos sich diese Kammer unter den Nagel reißen wollen, müssen diese Monster erst an uns vorbei. Zum Glück haben wir einen Freund in dem Gebiet. Oh, wen denn? Claptrap, gib mir Hammerlock. Oh, hallo. Ja, von deinen, ja. Lilith, Wainwright Jacobs zu Diensten. Ich muss leider berichten, dass diese KDK-Fanatiker Hammerlock entführt haben. Und jetzt wollen sie wohl mich holen. Noch ein Schritt und ich pump dich voll Blei. Ich werde dir mein Familienwappen mit deinen feigen Angst. So im Hintergrund so der Fanatiker, der sich in die Luft springt. Ja, gut. Sieht so aus, als wären die KDK schon auf Eden 6. Kammerjäger, triff dich mit Rainbright Jacobs und finde heraus, was da unten vor sich geht. Woher wissen die eigentlich, dass es jetzt auf Eden 6 zugeht? Weil der Schlüssel, also in der Kammer drinnen, war ja die Karte von Eden 6. Und da waren die beiden ja nicht drin. Oh. Gut. So. Schön. Wird jetzt was. Sieht ein bisschen sumpfig aus. Bin mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, ob die beiden coolen Geschwister da, ob die sich gegenseitig dann irgendwann zerfetzen. Weil, der Bruder hat ja jetzt auch Macht. Und, ich glaube, das könnte ein bisschen Reiberei geben.
Wow, ein Iridium. Jetzt gib mir mal was Gutes, das ist nix. Was will ich denn? Ich möchte bitte dreimal Asse oder... Oh Mist, ich werde ja auch irgendwann sterben. Oh nein. Ich töte dich. Oh, tut mir leid, ich meinte jemand anderen. Nicht sterben. Ah. Oh. Ja, die ist nicht... Ups, sorry. Die ist nicht schlecht, aber nicht besser als meine. Die macht zwar 8 mehr Damage, aber meine switcht halt die ganze Zeit zwischen... Schnauze. Meine switcht halt immer zwischen den ganzen... also Elementen. Und das ist, glaube ich, besser. Stärker. Warte, ich schau mal kurz, was der anzubieten hat. Nach dem Verlassen von Iron Bear haben die Feuerrate und kritischen Damage. Das ist nicht schlecht. Okay, das ist auch nicht schlecht. Erhöhen Kills die Abklingzeit von... Nach dem Verlassen, also wie lange aber? Verschwinde bloß von ihm. Ja, Schnauze. Ich kauf schon endlich was. So. Das ist auch lustig. Ja. Nee, Skin. Da gibt es noch in diesen Neon-Skin. Aber der kostet zu viel. Ja. Bring mir beim nächsten Mal ein paar verdammte Blumen mit. Gut. Dann gehen wir mal nach Eden 6. So. Nein, ich habe nichts mehr zu drehen. Doch, habe ich. Gut. Ah, Dschungel. Plop, 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 plop. Aha. Kammerjäger, ich wünschte, ich könnte dir das gebührende Jacobs Willkommen auf Eden 6 geben, aber diese KDK-Teufel sind überall. Ich sitze mit ein paar Überlebenden im Jagdhaus meiner Familie fest. Die Vorräte gehen uns aus und wir sind umzingelt. Ich brauche deine Hilfe. Ja, easy. Da rutsche ich einmal rüber und dann ist alles sauber. Beziehungsweise alles rot voll Blut. Lustig! Sie haben mich Sand. Gut. Der hat die einfach überfahren. Diese feigen Fanatiker. Die Jacobs Corporation hat 300 Jahre lang überlebt, aber diese KDK-Teufel haben sich im System breit gemacht wie eine Seuche. Und nur auf Befehl dieser Kalypso-Bastarde. Sie haben meinen Vater getötet, weil er ihnen die Kammer nicht überlassen hat. Und jetzt sind sie hinter mir her. Oh Mann. Ein Pflaster ohne Laster. Nun, es ist geschehen. Schalte Inquisitor Blutflatter und seine Gang aus. Ja, komm. Ah, jetzt hast du überall diese Musik da, ne? Du machst es schnell? Ich hab, was du brauchst. Wum, wum. Achso. Warte. Hä? Achso. Deswegen hat er gesagt, hier drüben. Ich dachte da hinten, weil da das Ding war. Hör mal, du musst uns helfen, dieses Monster aufzuhalten. Er nennt sich selbst Inquisitor Blutflatter.
Der Scheißkerl hat meinen besten Freund Coop umgebracht. Blutflatter und seine Gang fahren Amok und überrollen im Namen dieser Kalypso-Teufel unzählige, unschuldige Zivilisten. Du musst mir helfen, Coop und all die anderen zu rächen. Besorg dir eine Karre und mach diese Wichser platt. Ja, wenn du an den Inquisitor rankommen willst, musst du zuerst seine Gang ausschalten. Dann hast du ihn am Sack. Und zwar so richtig. Ja, das mache ich. Da waren wir also, Coop und ich, und sind unserer Arbeit im Jacobs-Sägewerk nachgegangen, als diese verdammten KDK-Trottel aus dem Nichts aufgetaucht sind und meinten, sie würden die Jacobs-Kammer suchen. Dann nannten sie uns Ketzer und sowas und fingen an, alle umzubringen. Das war Wahnsinn! Purer Wahnsinn! Unter anderem bin ich eine Expertin im Töten von KDK. Ich kümmere mich darum. Das ist schön zu hören. Ich bin sicher, Wainwright Jacobs wird sich erkenntlich zeigen für deine Hilfe. Fertig? Gut. So, wo ist denn diese Gang? Ah, da ist sie. Noch jemand? Nicht? Schade. Was ist das? +1, +1. Nicht sehr interessant. So. Da hinten noch. Teufel auch! Dem hast du richtig eins verpasst! Fehlt nur noch einer! Mach sie alle platt! Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Wo ist der denn? Ah! Na du. Scheiße, ja! Multikill! Das ist ein Ausrufezeichen. Töte Blutflaffer. Dann schaue ich mal kurz den Multikill an. Schmarrn. Schwing deine Outrunner in die Lüfte und zeige in deine Fahrkünste, ja. Sind deine Freunde so? Mach langsam, Speedy. Ich futter hier ein Sandwich. Bedeutet das Wort Bremsstreifen bei dir was Gutes? Dann ist es Zeit zu fahren. Ich bin Prisa. Hüpf in den Outrunner und lass uns Gas geben. Wir haben einen Fahrer. Wenn du beweisen kannst, dass du der Sultan der Stunts bist, wirst du der offizielle Fahrer von Guagloop. Bin ich das? Mach hin. Oh, yeah. Will ich das? Naja, vielleicht später. So. Ein Krog. Sind die böse? Ja, wahrscheinlich. Wo muss ich denn hin? Da auf jeden Fall nicht. Dahin. Also hier, hier, okay. Ah ja. Hier hoch, ne? Hä? Ich bin verwirrt. Ich habe mich zu schnell gedreht. Ja doch, da rechts. Hier rechts. Hi. So, und dann über die Brücke. Und dann nochmal nach rechts. Driften. So viel. So viel. So, Blutflatter. Wie dumm muss man sein, um sich hier so zu nennen? Das ist genauso wie bei Coop ist gerecht! Und Inquisitor Blutflatter wird ganz bestimmt niemanden mehr überfahren. Das könnte nach der Explosion und seinem neuen Aggregatzustand schwierig werden.
Komm zurück und lass mich dir persönlich danken, Kammerjäger. So. Das war ziemlich easy. Genau, das ist ja, also Blutflatter ist genauso dämlich wie bei Guardians of the Galaxy 2, der Taserface. Der dachte, dass das ein toller Name ist. Da drüben, Alter. Muss ich wirklich alles wieder zurückfahren? Uiuiui. 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 Entschuldigung. Das ist die Stadt Reliance. Ich renne nicht, ich fahre. Heimat unserer besten Waffenschmiede. Außerdem wichtig für unsere Holzproduktion. Wenigstens muss mein Vater nicht mehr erleben, wie alles in die Hände dieser Banditen fällt. Hallo. Na gut, ich komme. Ich komme jetzt schon. Ajo. Unser Planet mag nicht viel hermachen, aber Eden 6 wird von Jacobs verwaltet. Und Jacobs ist nicht wie die anderen Konzerne. Es ist eine Familie. Wir arbeiten und sie verhindern, dass wir draufgehen. Jacobs existiert seit 300 Jahren. Wir dürfen den alten Baum jetzt nicht absägen. Die Lage mag vielleicht brenzlig für uns sein, aber die Sumpfbewohner sind stark und wir lassen uns nicht einfach so überfallen. Ich werde nie vergessen, was du für Coop getan hast, Kammerjäger. Mhm. Ach, und weil du auf Eden 6 bist, kannst du auch gleich diese Jacobs hier nehmen. Episch. Bei Greta ein Querschläger. Schon bekannt. Ja, nee, das, nee. Ist jetzt nicht so das Goldene von Ei. Das Gelbe von Ei. Gut, dann fahren wir mal zum Wainwright. Oder Wayne Left. Entschuldigung. Keiner hat gesagt, dass du dort stehen sollst. Ja, das stimmt. Oh, ich bin sogar richtig. Cool. Ach, deswegen hat er hier angefangen zu reden. Das Jagdhaus auf dem Gipfel. Wir wehren diese Teufel so gut es geht ab, aber ich schlage vor, du beeilst dich. Das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Jump. Die große Kammer ruft! Jacobs wird bluten! Solange ich eine Jacobs Schrotflinte halten kann, werde ich Eden 6 nicht kampflos aufgeben. Kommt schon, ihr schlammlutschenden Bastarde! Ich sterbe für die Kalypso! Fertig? Für die Kalypso! Ja, der steckt so. Du machst einfach immer weiter, Kammerdieb, was? Schon mal darüber nachgedacht, einfach zu sterben? War die richtige Entscheidung für deine Sirenenfreundin. Ich habe jedenfalls keine Beschwerden gehört. Gut, dass du hier bist. Ich weiß nicht, wie lange wir diese KDK-Fanatiker noch hätten aufhalten können. Naja, jetzt bin ich ja da. Ich bin ja da. Ja, fein. Oh, hey. Gehen. Frischer Tod für alle. Streich meine Asche mit. Du treibst sie zurück. Nur noch ein paar mehr, Kammerjäger. Ich habe keine Hoffnung. Hi. Hallo, sexy boy.
Kammerjäger. Du hast mein verdammtes Leben gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Mhm. Reden wir. Na gut, na gut. Ich komme ja schon. Hallo. Ich bin Wainwright Jacobs, aber ich fürchte, mehr als meinen Namen habe ich nicht mehr. Diese Teufel haben mir alles andere genommen. Mhm. Naja, komm rein. Mhm. Gut, ich komme. Ich bin gleich hinter dir. Was hast du gestern Abend gemacht? Nimm dir ein paar Schusswaffen. Ich habe aus der Privatsammlung meines Vaters genommen, was ich konnte. Er kann sie ja nicht mehr benutzen. Diese Kalypso-Teufelszwillinge haben ihn ermordet und mir alles genommen. Wenn du nicht vorbeigekommen wärst, wäre ich wohl auch schon erledigt. Ich konnte fliehen, aber sie haben meinen Partner, Alistair Hammerlock, erwischt. Diese Teufel nutzen ihn als Faustpfand, bis ich den Kammerschlüssel rausrücke. Und genau darum bist du auch hier, oder? Yep. Diese yep. Kammer war über Generationen ein Familiengeheimnis. Wir wollten nicht, dass unser Paradies zerlegt wird wie Promethea und Pandora. Wo eine Kammer ist, da ist ein Krieg. Aber im Moment habe ich größere Sorgen als mein Familienvermächtnis. Alistair Hammerlock, die Liebe meines Lebens. Wenn sie ihn töten, habe ich nichts mehr. Wenn mein Vater noch atmen würde, würde er mir raten, zu diesen Teufeln zu gehen mit einer Jacobs-Waffe als Verhandlungsführer. Und genau das werden wir tun. Der Kult hält Alistair in einem Gefängnis gefangen, das sie den Amboss nennen. Ich habe schon ein Söldnerteam losgeschickt, um ihn rauszuholen, dann aber nichts mehr von ihnen gehört. Rette Alistair, dann besorg ich dir den verdammten Kammerschlüssel. Okay? Claro, ist eine Weile her seit meinem letzten Gefängnisausbruch. Sehr gut. Das Muskelpaket des Teams, Codename Meat Slab, sollte in diesem Moment den Fluchtweg sichern. Er wird beim vorderen Gefängnistor sein. Finde ihn und hol Alistair lebend dort raus. Ich halte die Stellung und beschütze, was von meinen Leuten übrig ist. Viel Glück. Verfluchte Banditen! Also, ich mache mir weniger Sorgen, dass Meat Slab ins Gras beißt. Der Mann ist wie ein Berg. Und viel wütender. Aber seine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht groß, gerade wenn es gilt, Schläge auszuteilen. Oh. Wer will einen Kampf? Ich glaube... Ich brauche Balsam! Balsam! Warum... Was? Warum brauchst du Balsam? Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Das ist der Briggs müsste das eigentlich sein. Ich brenne auf einen Kampf. Der Geruch von diesem fein gealterten Jacobs Schießpulver ist einfach göttlich. Sechs ist im Moment so ein Sauhaufen. Wie die schaut. Keine Ahnung, was Eden bedeutet oder woher das Wort stammt. Vielleicht weil sich auf Eden 6 alle denken, den kann ich auch essen. Die Crimson Raiders und die Jacobs sind ein tolles Team. Töten wir ein paar Fanatiker. Immer locker bleiben, entspannen. Wenn du frei leben willst, musst du darum kämpfen. Oder jemanden dafür bezahlen, darum zu kämpfen. Ich weiß, wer ich in meinem früheren Leben war. Du auch? Ich habe gehört, dass Saurianer-Tartar eine Delikatesse ist. Ich mach mir nur was aus dem Schweif. Wir sollten eigentlich nicht rumhängen. Aber was soll's? Sie macht sich nur was aus dem Schweif. Eines Tages werden wir diese verfluchten Hurensöhne mit einem Arschtritt von Eden 6 jagen. Hast du je dem Gesang der Groggs im Mondlicht gelauscht? Er ist furchtbar. Seit Generationen besteht meine Familie aus Revolutionären, Rebellen, Freiheitskämpfern. Du verstehst schon. Hast du schon mal einen lebendigen Grog gegessen? Folgefrage. Möchtest du? Nein. Kennst du das Geheimnis des Sumpfes? Nun, wenn du es erfährst, verrätst du es mir, okay? Okay. Oh, ich rieche frisches Blut. Kennst du den Unterschied zwischen einem Moor, einem Sumpf und einer Marsch? Sonst kennt ihn anscheinend keiner. Lass mich einfach wissen, ob du da draußen Hilfe brauchst. Ja, okay, dann wir lassen das mal. Oh.
Okay, alles klar. Gut, dann abwärts. Dann treffen wir uns mal mit Briggs. Entschuldigung. Hey, yo, wie gefällt dir das Paradies? Ich dachte, die Heimat der Jacobs Corporation wäre weniger... Tja, wie soll ich sagen? Dreckslöchrig? Gefährlicher Ort, dieses Eden 6. Erinnert mich an zu Hause. Dieses Marleywon-Sponsoring war ein Reinfall, aber wir halten uns an Katagawas Mordtagebuch. Dieses Mal bin ich also bamfartig zum Abendessen reingeplatzt und hab den Boss von Jacobs ausgesaugt. Bumm, erledigt. Hab stattdessen eine loyale Marionette installiert und die ist eine Nummer für sich. Eine echte Eiskönigin. Sie kümmert sich ums Geschäft und sorgt bei den Einheimischen für Ordnung. Noch ein reiches Miststück an der Spitze. Wie schön. Wie schön. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge geht's dann weiter. Begib dich zum Amboss und triff dich mit Meat Slab. Ich komm nicht raus. Ich komm raus. Gut, bis dahin. Macht's gut. Bye bye.